Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Fragen zur Energiewende. Heute wollen wir uns mal etwas intensiver mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Auf das chemische Element mit der geringsten Kernladung werden im Zuge der Energiewende große Hoffnungen gesetzt. Manche sehen darin sogar einen Ersatz für Erdgas. Doch wie realistisch sind diese Erwartungen? Nun, Wasserstoff ist keine Energiequelle, sondern ein Energieträger. Das heißt, er muss erzeugt werden. Dies geschieht mittels der Elektrolyse. Dabei wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Dafür wird Energie benötigt. Der Wirkungsgrad von Elektrolyseuren liegt aktuell bei etwa 70%. Wenn dabei ausschließlich Ökostrom verwendet wird, spricht man von grünem Wasserstoff, da die Produktion komplett CO2-frei möglich ist. Werden zur Stromerzeugung jedoch fossile Brennstoffe wie zum Beispiel Braunkohle verwendet oder aber der Wasserstoff wird nicht aus Wasser, sondern aus Methan gewonnen, spricht man von grauem, blauem oder türkisem Wasserstoff. Dabei wird immer CO2 freigesetzt. Diese Verfahren haben, also ökologisch gesehen, nicht wirklich viel Sinn. Gasförmiger Wasserstoff ist deutlich leichter und flüssiger als Erdgas. Deshalb werden an die Dichtigkeit von Leitungen und Armaturen höhere Anforderungen gestellt. Außerdem müssen deutlich größere Volumina transportiert werden, da der Heizwert im Vergleich zum Erdgas deutlich geringer ist. Bezogen auf seine Masse ist der Heizwert von Wasserstoff aber um das Zehnfache höher als der vom Erdgas. Wasserstoff als Ersatz von Erdgas ist also nur sinnvoll, wenn er aus Wasser und unter dem Einsatz von Ökostrom erzeugt wird. Und wenn dieser an sonnen- und windreichen Tagen im Überfluss vorhanden ist, kann Wasserstoff auch als Energiespeicher für Zeiten der sogenannten Dunkelflaute dienen. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Exkurs. Wir haben uns zum Thema Wasserstoff mit einem Experten unterhalten, nämlich Christian Dornack von den Stadtwerken Jena Netze. Ja, liebe Zuschauer, nachdem wir jetzt eher allgemein über Wasserstoff gesprochen haben, wollen wir jetzt mal ein bisschen konkreter ins Thema eintauchen, nämlich wie Wasserstoff zukünftig tatsächlich genutzt werden kann. Da freue ich mich, dass wir jetzt jemanden bei uns haben, der uns da sehr fundiert zur Auskunft geben kann. Christian Dornack, Sie sind Bereichsleiter Strategie bei den Jena Netzen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dornack, Wasserstoff ist ja gerade eines der großen Themen. Für die einen ist es der Heilsbringer, mit dem wir alle Probleme lösen können. Für die anderen ist es Teufelszeug. Die Wahrheit wird wie immer irgendwo dazwischen liegen. Und deswegen meine erste Frage, kann Wasserstoff perspektivisch Erdgas ersetzen, das ja momentan so das flexibelste oder der flexibelste Energieträger ist, den wir haben? Wasserstoff wird Erdgas nicht 1:1 ersetzen, aber von den Funktionalitäten und von den Anforderungen her kann Wasserstoff Erdgas definitiv ablösen. Wichtig ist, wenn wir über Wasserstoff reden, dann immer über grünen Wasserstoff. Heißt, er muss natürlich auch durch regenerative Energien erzeugt worden sein. Wird der Wasserstoff perspektivisch dann eher zur Wärmeerzeugung genutzt oder eher zur Energieerzeugung, Strom? Der Wasserstoff wird im Wesentlichen für die Prozesswärme benötigt werden, in Teilen gegebenenfalls auch in der Wärmeanwendung für die Beheizung, aber nur dann in Teil- und Spitzenlast. Wesentlicher Baustein wird aber auch die Kraft-Wärme-Kopplung sein. Wenn wir über Dunkelflaute sprechen, brauchen wir einen Energieträger, der zur Verfügung steht. Und dort reden wir auch am Beispiel der Kraftwerkstrategie, dass wir Kraftwerke brauchen. Und da ist dann Wasserstoff ein Teil der Lösung. Was haben denn die Stadtwerke Jena für Pläne in Sachen Wasserstoff? Die Stadtwerke Jena Netze treiben für sich betrachtet die Transformation ihrer Erdgasinfrastruktur zu einer Wasserstoffinfrastruktur voran. Dabei gibt es verschiedenste Parameter, die wir beachten müssen. Zum einen, wo kommt der Wasserstoff her? Wir reden über Pipeline-gebundenen Wasserstoff, also leitungsgebunden. Wann ist er da und wie sieht unsere Technik aus? Wer sind unsere Kunden? Was müssen wir untersuchen? Also ein Potpourri an Lösungsfaden, die wir da haben. Aber wir stellen uns diese Herausforderung und wir sind davon überzeugt, dass wir als Stadtwerke Jena Netze, als Transporteur des Wasserstoffes, die Antworten rechtzeitig haben. Das heißt, die aktuelle Erdgasinfrastruktur wird perspektivisch auch für Wasserstoff nutzbar sein, ohne dass jetzt gigantische Umbauten notwendig sind. Es sind nicht gigantische Umbauten, aber es sind definitiv Investitionen, die wir tätigen werden müssen. Hin zu Übernahmestationen von unserem vorgelagerten Netzbetreiber als Beispiel, aber teilweise auch Betriebsmittel. Aber das Leitungssystem an sich wird umstellbar sein. Betrachten wir uns das Kernnetz, was jetzt die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlicht haben, davon werden 60% umgewidmete Erdgasleitungen sein. Der Rest sind Neubauten, wir reden dann über 9200 Kilometer Fernleitungsnetz. Davon 60% einfach umgewidmete Erdgasleitung.
Jetzt als Laie denke ich bei Wasserstoff immer an Explosion. Ist das ein reelles Thema oder ist das einfach nur, weil ja, wie man so eine Vorstellung als Nichtwissender hat? Wir alle kennen das aus dem Schulunterricht, die Knallgas-Untersuchung. Natürlich ist Wasserstoff ein explosives Medium. Und wir haben auch in der Historie gesehen, was mit Wasserstoff passieren kann, wenn wir mal an die Hindenburg denken. Aber wir reden über ein System, das technisch dicht ist und den Sicherheitsanforderungen entspricht. Niemand muss sich Gedanken darüber machen, ob Wasserstoff gefährlicher sei als Erdgas. Sie haben ja eben die notwendige Transformation angesprochen. Wie ist denn gerade der Stand der Transformation? Stand heute ist es so, dass wir am Beginn der Transformation sind. Die Fernleitungsnetzbetreiber treiben es massiv voran und wir als Verteilernetzbetreiber sind natürlich direkt am Kunden dran. Wir dürfen nicht vergessen, 99% der Industriekunden in Deutschland hängen am Verteilernetz, nicht an der vorgelagerten Netzebene. Und wir haben den Draht zu unseren Kunden und sind im regen Austausch und sprechen mit unseren Kunden ab, welche Anforderungen haben sie, welchen Leistungsbedarf haben sie, welche Mengen benötigen sie. Und mit diesen Kunden fangen wir an, ein Ankernetz zu identifizieren, was zuerst auf Wasserstoff umgestellt wird. Hier in Jena haben wir noch einen Riesenvorteil. Wir können von Süden Wasserstoff in unser Netz fahren und gleichzeitig von Norden Erdgas weiter transportieren. Das heißt, wenn ich einzelne Leitungssysteme auf Wasserstoff umstelle und Kunden, die dann auf Wasserstoff umgestiegen sind, versorge, sind alle anderen Kunden in Jena weiterhin mit Erdgas versorgt. Wie groß ist denn das Interesse? Für die Industriekunden relativ groß. Wenn wir uns das mal anschauen, das Heizkraftwerk in Jena von der TEAG zum Beispiel hat ein großes Interesse, auf Wasserstoff umzustellen, sogar bis 2030. Da spielt natürlich auch die Bundesgesetzgebung eine wesentliche Rolle, denn hier ist es so, dass wir bis 2030 die Fernwärme, die wir ja von der TEAG beziehen, zu 30% regenerativ gestalten müssen. Dort wird neben der Flussthermie, der auch ein wesentlicher Baustein, Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen, auch wiederum in der KWK, das heißt in der Kraft-Wärme-Kopplung, wo wir Wärme und Strom erzeugen können. Deswegen ein Baustein. Wir haben aber auch zum Beispiel Schott als einen großen Industriekunden, der gasbasierte Wannen, Glaswannen betreibt. Großes Interesse auf Wasserstoff umzustellen, weil deren Ziel ist auch bis 2030 klimaneutral zu werden. Woher soll der Wasserstoff eigentlich kommen? Gibt es verschiedenste Quellen. Deutschland wird immer ein Importland für Energie bleiben. Also das heißt, der Wasserstoff wird importiert zu großen Mengen. Es wird natürlich auch Standalone-Lösungen geben, das heißt als Standorte, es wird auch in Thüringen Produktion dafür geben, aber nicht in den Mengen, wie wir sie in Gänze benötigen. Das heißt, wir reden immer über Import von grünem Wasserstoff, gegebenenfalls natürlich zum Beispiel an der Ost- und Nordsee über Elektrolyse offshore, die dann eingespeist wird in die entsprechenden Leitungssysteme. Sie hatten ja angesprochen, für die Industrie ist Wasserstoff ein großes Thema. Wie sieht es denn für Privatkunden aus? Wird Wasserstoff für die mal ein Thema sein? Kann ein Thema sein. Vieles hängt davon ab, und das ist in Jena momentan in der Erarbeitung, was die kommunale Wärmeplanung als Ergebnis herausbringen wird. Dort wird man sehen und identifizieren, wo habe ich Fernwärme, wo habe ich Quartierslärm, aber wo ist auch Wasserstoff, weil ich keine andere Möglichkeit habe, ein Teil der Lösung für die Beheizung von der Gebäudeinfrastruktur. Es wird nicht die Vorzugsvariante sein, aber es ist ein Teil der Lösung. Das heißt, müssen sich momentan Menschen, die mit Erdgas heizen, darauf einstellen, dass es jetzt plötzlich nicht mehr da ist? Oder? Nein, das geht einfach nicht. Das können wir nicht tun. Also es ist ja ein Entwicklungspfad in der Transformation. Ich kann nicht einem Erdgaskunden sagen, pass auf, ab morgen gibt es kein Erdgas mehr. Nein. Und da verweise ich wieder auf die kommunale Wärmeplanung, wo in diesem Jahr durch die Stadt Jena initiiert herausgefunden wird, wo wird in den nächsten Jahren meine Heizungsinfrastruktur auf welchem Energieträger basieren. Und da wiederhole ich mich, wird es Gebiete geben, wo wir sagen, da ist Wasserstoff eine vernünftige Anschlussvariante, oder wir sagen, dort ist es Fernwärme oder eine elektrische, individuelle basierte Lösung, oder ist es eine Quartiersentwicklung. Wasserstoff ist ein Teil der Lösung, aber nicht die alleinige. Gibt es sowas wie eine Art Zeitrahmen oder so einen Zeitstrahl, in dem man sagen kann, realistisch in so und so vielen Jahren wird es für die Industrie zur Verfügung stehen und in so und so vielen Jahren unter Umständen auch für Privatkunden? Da referenziere ich wieder gerne auf das Kernnetz und die Planung, wie das Kernnetz voranschreitet. Für uns ist es so, dass wir in den ersten Umstellräumen tatsächlich mit Jena günstig liegen. Bis 2030 kann es uns gelingen, für unsere Großkunden, diese Ankerkunden, das heißt die TEAG oder unsere Industriekunden, tatsächlich den Wasserstoff schon zum Kunden transportieren zu können. Wir für uns planen tatsächlich in 2027, 2028 die Errichtung einer neuen Übernahmestation, die dann an das Fernleitungsnetz, welches auf Wasserstoff, das sogenannte Kernnetz, angebunden wird. Die Planung treiben wir momentan voran, haben auch schon vorvertragliche Vereinbarungen getroffen, sogenannte MOUs.
Und damit wir halt auch eine Planungssicherheit bekommen, auch gegenüber zum Beispiel der Bundesnetzagentur, dass wir zeigen können, wir meinen das ernst. Vorausgesetzt immer, dass bis zu dem Zeitpunkt möglich ist, Wasserstoff in den Mengen herzustellen, wie wir ihn benötigen. Insbesondere für die ersten Befüllungsschritte dieses Kernnetzes, 2025 für den ersten Teilabschnitt, sind tatsächlich schon die ersten Schritte die Wege geleitet. Zum Abschluss schwierige Frage, euch auch nicht, ob Sie die beantworten können. Natürlich ist alles immer, dreht sich um die Kosten. Kann man jetzt schon abschätzen, was Wasserstoff kosten wird, auch im Vergleich zu Erdgas? Das kann ich leider nicht beantworten. Auch diese Glaskugel habe ich nicht auf meinem Schreibtisch mit einer Antwort. Es wäre schön, wenn ich es geben könnte, aber leider nein. Ich kann nur für die Technik eine Aussage treffen, dass wir unsere Transportsysteme H2-ready haben werden, dass, wenn der Wasserstoff zur Verfügung steht, wir ihn transportieren können. Herr Donnerack, vielen Dank für das Gespräch. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit der heutigen Ausgabe. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit einem Thema, was gar nicht so weit weg ist. Geht es nämlich um die Fernwärme. Bis dahin, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.